meine lieben Freunde. Aber jetzt komme ich. Und jetzt lasse ich mich auch nicht mehr bremsen. Also, unsere erste Geschichte spielt in San Capisco. Mr. Magoo, ein etwas leicht kurzsichtiger Herr, und sein chinesischer Diener Charlie haben sich vorgenommen, einen schönen Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Darunter verstehen sie einen hübschen Ausflug ins Grüne mit Picknick. Charlie hat alles gewissenhaft vorbereitet, für Essen und Trinken gesorgt und trippelt schrecklich aufgeregt neben Mr. Magoo her, der die Ruhe selber ist und nach seinem Auto Ausschau hält, das er irgendwo geparkt hat. Aber wo? Zu allem Unglück ist Mr. Magoo ja kurzsichtig. So ist jeder von beiden mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Es ist ein ungeheurer Betrieb auf der Straße und beide haben es schwer, durch den Verkehr vorwärts zu kommen. Der Picknickkorb wird auch langsam etwas schwer für Charlie. Trotzdem bemüht er sich, mit Mr. Magoo Schritt zu halten. Tja, Charlie ist eine richtige Perle. Mr. Magoo, Charlie, gut aufpassen, dass Mr. Magoo sein Auto finden. Es ist jeden Tag dasselbe. Ich kann mein Auto hinstellen, wo ich will. Am nächsten Tag finde ich es nicht mehr wieder. Vielleicht war Verbrecherbande da und hat Auto zapzelab gemacht. Oh, da steht es ja. Wo denn? Charlie nicht sehen? Deine Augen sind ja noch schlechter als meine. Guck doch mal darüber auf die andere Straßenseite. Aber Mr. Magoo, das ist doch ein Müllcontainer. Charlie Immel übel Mr. Magoo lachen, weil Mr. Magoo Immel so lustige Sachen sagen. Wenn einer nicht so gut sehen kann, dann lacht man nicht über ihn, Charlie. Aber schau doch mal da vorn. Das könnte mein Auto sein. Wenn ich mich nicht irre, ist das doch was Gelbes. Mr. Magoo schon wieder so Lustiges gesagt. Aber das da vorne ist Briefkasten und nicht Auto. Ach, du sei doch nicht so albern. Charlie sich nur vorstellen, wie Mr. Magoo mit Briefkasten Auto fahren will. Aber ernst beiseite, ich sehe ein Auto. Charlie kann kaum noch Picknickkolb tragen. Almel Charlie, seine Hände sehen aus wie Popo von Pavian-Solot. Na, jetzt haben wir es ja geschafft. Gib mir doch mal die Autoschlüssel. Charlie nicht haben, Mr. Magoo haben. Ach, nicht doch, mein Junge. Hab ich sie dir nicht gestern Abend gegeben? Charlie so wichtige Sachen immer gut aufbewahren, aber leider nicht haben Schlüssel. Vielleicht haben Mr. Magoo in Manteltasche oder in Portemonnaie oder vielleicht auch haben in Auto stecken lassen. Gesagt, dass du mich erinnern sollst, dass ich nicht immer meine Autoschlüssel stecken lasse. Ich bin überhaupt in letzter Zeit schrecklich vergesslich. Oh, Mr. Magoo, nicht blauchen an alles denken. Dafür L haben ja Charlie. Charlie haben Kopf wie ein Computer und Darlin L alles speichern. Schon gut, Charlie, ich weiß ja, dass du eine Perle bist. Sag mal, ist das da vorne eine Verkehrsampel? Ja, und die steht sogar auf Lot. Halt, Mr. Magoo, Sie fahren ja bei Lot über die Kreuzung. Beinahe, Sie hätten Polizist überfahren. Wo war denn dein Polizist? Ich habe keinen gesehen. Sollen sich die Kerle doch so hinstellen, dass man sie gleich erkennt? Oh, Verkehrsschutzmann will den Mr. Magoo jetzt aufschleiben und dann müssen ins Gefängnis. So ein Quatsch, Charlie. Ein Verkehrsschutzmann kommt doch nicht ins Gefängnis, bloß weil er auf der Kreuzung nicht aufgepasst hat. Mit dem Verkehr wird das immer schlimmer. Die Leute benehmen sich wie die Selbstmörder. Hast du eben gesehen? Läuft doch dieser Dussel direkt vor mir über den Damm, statt zu warten. Aber da war doch Zebrastreifen und da darf man über Damm laufen und Auto fallen müssen warten. Oh, Augen von Mr. Magoo sind wirklich nicht sehr gut, wenn das alles nicht sehen. Wir sind ja gleich aus der Stadt draußen und dann machen wir es uns im Auto so richtig gemütlich. Sag mal, Charlie, ich glaube, ich spinne. Ist da nicht eben jemand vor mir über die Straße geflogen? Jetzt Mr. Magoo bloß noch sagen, Mr. Magoo haben eben einen Engel überfallen. Mr. Magoo passen so schlecht auf bei Autofahren, dass Charlie zittelt wie glühende Götterspeisel. Mr. Magoo haben eben einen Müllkasten angefallen. Sollen die Affen die Dinger doch nicht so dicht an den Straßenrand stellen, blödes Volk. Gott sei Dank. Endlich sind wir aus dieser blöden Stadt raus. Mr. Magoo, dann Charlie jetzt das Radio anmachen? Meinetwegen.
wohl. Jetzt schon die Hunger haben. Ihr Chinesen seid ganz schön verfressen. Also meinetwegen machen wir eine kleine Pause. Ich schlage vor, wir fahren dort rüber auf die Wiese und nehmen eine Kleinigkeit zu uns. Charlie haben für Mr. McGlue eine Riesenüberraschung. Der Ditching aus Formosa haben Charlie vorige Woche ein Paket geschickt mit mehlenden Büchsenhummelklappen. Und Charlie doch wissen, dass Mr. McGlue schwärmen für Hummelklappen. Charlie, du bist fantastisch. Wenn ich schon das Wort Hummelklappen, Hummerkrabben höre, kriege ich eine Gänsehaut. Och, und da ist ja auch die Wiese. Na mach schon, Charlie. Wo bleiben denn die Hummerkrabben? Ich bin richtig gierig. Sofort, Mr. McGlue. Charlie muss nur schnell Büchse öffnen. So, Mr. McGlue. Hier sind Hummelklappen. Guten Appetit. Ich weiß nicht, Charlie. Irgendwas stimmt nicht mit den Hummerkrabben. Oh, Tante Chick aus Formosa. Immel schicken die beste Sorte von Hummelklappen. Dürfen Charlie auch mal kosten? Hm? Oh, Mr. McGlue, jetzt Charlie wissen, was ist. An den Hummelklappen ist noch die Schale dran. Ich finde das gar nicht komisch. Wenn du das nächste Mal Eisbein für uns kochst, lässt du die Fußnägel dran. Mir ist jedenfalls der Appetit vergangen. Jetzt brauche ich ganz schnell einen Schnaps. Leider dürfen Charlie Mr. McGlue keinen Schnaps geben, weil Mr. McGlue Auto fahren müssen. Das ist mir scheiße, das ist mir egal zum Donnerwetter. Aber nur einen, sonst Charlie Angst, dass Mr. McGlue eine Kalambolage machen. Danke. Na also, warum nicht gleich so? Charlie haben Angst, weil Trunkenheit am Steuer Verbrechen ist. Du bist mir vielleicht ein Quatschkopf. Sehe ich aus wie ein Verbrecher? Eigentlich nicht, bloß Charlie machen sich immer viel Sorgen um Mr. McGlue. Also, dann wollen wir mal wieder. Pack alles schön zusammen und dann geht's weiter. Ja, Chef. Charlie, alles so schnell zusammenlappen wie ein Staubsauger. So, ich bin fertig. Fein. Weißt du was, Charlie? Ich werde die Abkürzung über die Autobahn nehmen. Das geht heute nicht. Diese Strecke ist gesperrt. Da ist heute Autorennen. Davon hätte ich ja wohl was in der Zeitung lesen müssen. Mein Charlie weiß wie immer alles besser. Vielleicht Charlie sich geirrt. Außerdem hat Immel Schäfflich. Charlie Nuldin. Schon gut, mein Junge. Also doch über die Autobahn. Wir werden ja sehen, wer recht gehabt hat. Mr. McGlue, bitte da vorne gucken. Die Autobahnauffahrt ist gesperrt. Wo denn? Ich sehe nichts von einer Sperre. Na da vorne, mitten auf Auffahrt stehen Verkaufsstände und schrecklich viele Menschen. Ich sehe nichts. Außerdem sollst du mich nicht immer ablenken. Schließlich muss ich als der Fahrer aufpassen, wo ich hinfahre. So, jetzt muss ich wohl rechts abbiegen, wenn ich auf die Autobahn will. Oh, bitte nicht, Chef. Das gibt ein schreckliches Unglück. Oh, welcher Idiot hat denn da wieder keinen Platz gemacht? Charlie, was ist los? Warum ist denn die Frontscheibe von meinem Auto so rot? Ich hab doch nicht etwa jemanden. Nein, Chef, haben Sie nicht. Sie nur mitten durch eine Currywurstbude gefahren und nun haben laute Tomatenketchup vollen auf Scheibe. Das ist wirklich eine schöne Scheibe. Bei der nächsten Autobahnabfahrt sind wir wieder draußen. Müssen die Idioten jetzt schon ihre Currywurst mitten auf der Autobahn verkaufen? Oh, das ist nur, weil heute doch Autolennen. Ja, doch. Sollst ja recht haben. Ja, sind denn die verrückt geworden? Die fahren ja wie die allerletzten Menschen. Keine Rücksicht im Verkehr. Hast du gesehen, Charlie, wie mich dieser Hammel eben geschnitten hat? Oh ja, Charlie, alles sehen und hören. Charlie, immer noch alles Not vor Augen. Was war das denn nun schon wieder? Chef haben eben Eisverkäufer angelämpelt. Chef, nun haben lauter Eis auf Windschutzscheibe. Jetzt ist die Scheibe so verrückt bunt wie ein Picasso für Arme. Charlie, stell doch mal das Radio ab.
macht einen ja ganz nervös. Außerdem kommt jetzt gleich die nächste Autobahnabfahrt. Ist sie nicht da vorn? Oh, bitte, Mr. McGlu, weiter gerade ausfahren! Diese Ausfahrt ist aufgesperrt! Wenn ich jetzt eben nicht so geistesgegenwärtig gewesen wäre, dann wären wir mitten durch die Ersatzteillager gesegelt. Chef, Charlie haben Angst. Wenn Chef nächstes Mal durch das Benzinlager sausen, dann Mr. McGlu, eben haben wir einen Mann mitgenommen, der auf Fahrbahnstand mit Fahne gewinkt hat. Das kann ja nur jemand von der Rennleitung gewesen sein, der mich auffordern wollte, dieses Rennen mitzufahren. Weißt du was, Charlie? Wir werden diesen Leuten den Gefallen tun. Mein Auto ist zwar nicht das schnellste, aber das mache ich durch meine gekonnte Fahrweise dreimal wett. War das wieder der Eismann? Ja, Chef. Das muss ein Vollidiot sein. Er soll sein Eis lieber auf der Tribüne verkaufen. Oder bildet er sich etwa ein, wir Rennfahrer halten an und steigen aus, um bei ihm eine Eiswaffe zu kaufen? Also, Chef, wenn ich Rennfahrer wähle, ich würde gern aussteigen und eine Eiswaffe wollen haben. Du magst sonst ein Goldstück sein, aber als Sportler bist du eine krasse Niete. Mr. McGlu immer erlegt haben. War das wieder der Eismann oder der Mann mit der Fahne? Nein, war Ast von Apfelbaum. Chef sind von der Bahn abgekommen und lasen übel den Glühnstreifen. Hoffentlich kommt uns kein Lennfadel entgegen. Warum regst du dich eigentlich auf? Dann fahre ich eben wieder rüber auf meine Bahn. Für einen guten Autofahrer ist sowas eine Kleinigkeit. Und wenn mir einer entgegenkommen sollte, dann weiche ich einfach aus. Ja, Mr. McGlu. Übrigens, da kommt uns einer entgegen. Ja, wo denn? Verkauft der Eismann jetzt seine Sachen auf einem Glasteller? Nein, Chef, das war nicht Eismann, das Fotograf. Wenn ein Fotograf sich retten konnte, hat Chef den Fotoapparat kaputt gefahren. Nun frage ich dich, Charlie, was hat ein Fotograf mitten auf der Fahrbahn zu suchen? Er war ja nicht mitten auf Fahrbahn, weil Zugang zur Zuschauertribüne. War die Tribüne denn gut besetzt? Oh, Charlie haben nicht so genau darauf geachtet, aber Charlie glauben, dass Leute gerade nach Hause gehen wollten. Ja, sind denn die Leute besoffen? Können die denn nicht warten, bis wir durchs Ziel fahren? Mr. McGlu, ist auch schon lange kein anderer Lennfahrer mehr an uns vorbeigefahren. Erinnerst du dich, was ich vorhin gesagt habe? Meine gekonnte, wenn auch langsame, aber dafür sichere Fahrweise hat sie bezahlt gemacht. Während die anderen wie die Wilden ihre Autos kaputt gefahren haben, kommen wir beide sicher ans Ziel. Aber nicht, wenn Mr. McGlu immer wieder Apfelbaum schleifen. Ach, du grüne Neune, ich bin ja schon wieder auf der Wiese. Naja, für einen guten Fahrer sind solche Fahrkorrekturen einfach eine Lappalie. Oh ja, Mr. McGlu sind immer seelgeistesgegenwärtig. Aber jetzt müsste das Ziel doch endlich mal kommen. Oder sind wir gar nicht mehr auf der Rennstrecke? Doch, Chef, wir sind immer noch auf Rennstrecke. Das habe ich doch eben gesagt. Und eben hat Chef eine der Zielstangen geschleift. Was denn? Wir sind eben durchs Ziel gefahren. Ja, Mr. McGlu und Charlie sind eben durchs Ziel gefallen. Warum ist denn keiner von der Rennleitung da, der uns hier empfängt? Unhöfliche Leute gibt es. Da haben Mr. McGlu wirklich recht. Immerhin sind wir doch der Meinung, dass wir den ersten Platz gemacht haben. Sehr richtig, mein Junge. Schau doch mal nach, was das mit dieser Schlamperei auf sich hat. Ich stelle inzwischen mal den Motor ab. Oh, Chef! Charlie sieht Mann und will flaggen. Weldenfeld sein, der Lell. Aber wir sind hier eben als Siegel von Autolennen durchs Ziel gefahren. Warum bejubelt uns keiner? Und warum ist keiner von Lennleitung da, um uns zu geben Siegelglanz? Du willst mich wohl verkohlen, du Pappchinese. Das Rennen ist doch schon vor einer halben Stunde zu Ende gegangen. Wieder eure Adelheit. Nach dem verrückten Erlebnis von Mr. McGlu und Charlie stelle ich euch jetzt den alten Haudegen Commander Breck vor. Der ist als Soldat in der halben Welt herumgekommen und wenn der mal anfängt zu erzählen, dann wiegen sich die Decken und Balken und man weiß nicht immer, ob er nun die Wahrheit sagt oder ob er übertreibt. Denn dass ein Mann wie Commander Breck die Unwahrheit sagen könnte, das ist einfach undenkbar. Im Moment sitzt der Commander wieder mal in seinem Club und ist froh, dass er für seine erlebten Geschichten einen Zuhörer hat.
Ach, wissen Sie, mein lieber Archibald, wenn ich erst wieder anfange, die alten Geschichten auszugraben, dann verplauschen wir uns doch bloß wieder. Aber Commander, Sie wissen doch, ich bin immer fasziniert, wenn ich höre, was Sie alles erlebt haben. Da habe ich Ihnen eigentlich mal die Sache aus Äquatorialafrika erzählt, mit den wilden Toreros oder Hereros, irgend so ähnlich hießen diese Knöllchen. Commander, Sie machen mich neugierig. Dann hören Sie gut zu. Also, das war vor etwa 40 Jahren. Ich hatte von meiner Regierung den Auftrag, in die unerforschten Wälder Äquatorialafrikas vorzudringen und nach Bodenschätzen und Ähnlichem zu suchen. Da auf der Erde kein Vorwärtskommen war, machte ich meine Reise in einem Freiballon. Archibald, Sie glauben nicht, was für ein herrliches Gefühl das ist, am Himmel entlang zu schweben, unter mir der undurchdringliche Urwald, über mir keine Menschenseele. Ach, ich hatte es mir in der Gondel sehr bequem gemacht. Als Befehlshaber stand mir in der Gondel eine Couchgarnitur zu. Es war auch dafür gesorgt, dass ich in Ruhe meinen 5-O'Clock-Tee zu mir nehmen konnte. Das hatte ich gerade hinter mich gebracht. Als plötzlich ein Geräusch mich von meiner Balloncouch hochschreckte. Ich schaute über den Rand der Gondel und sah 4000 Meter unter mir einen wild gestikulierenden Haufen von Wilden, die zum Teil ihre Bogen in Anschlag gebracht hatten, um meinen Ballon abzuschießen. Ein paar Treffer hatten sie sogar auch schon gelandet. Aber nun wissen Sie ja, mein lieber Archibald, ich bin die Ruhe in Person. Gemäß der Heeresdienstvorschrift über das Navigieren von gasgefüllten Körpern hatte ich selbstverständlich meinen Rettungsanker bei mir. Als ich nämlich bemerkte, dass die Luft bzw. das Gas aus meinem Ballon entwich, gab ich mir das Kommando stillgestanden und steckte meine eiserne Rettungsration in den Mund, meinen Bubblegum. Irgendetwas muss ich ja zu meiner Rettung unternehmen. Denn wer möchte schon gern in so einem Kochtopf von diesen Wilden enden? Heute gibt es Gott sei Dank keine Menschenfresser mehr. Aber hören Sie weiter. Als nun mein Ballon am Absacken war, pustete ich meinen Kaugummi auf, und zwar zu einer Kugel von etwa 10 Metern Durchmesser. Die niederen Dienstgrade kriegen nur Kaugummis mit einem Durchmesser von 5 Metern. Und dann schwang ich mich über den Gondelrand und entschwebte meinen Verfolgern. Also wissen Sie, Commander, wenn ich diese Geschichte heute Abend zu Hause meiner Frau erzähle, dann wird sie das nächste Mal in unseren Club mitwollen. Mein lieber Archibald, ich befürchte, meine Geschichten sind für die zarten Nerven Ihrer hochverehrten Frau Gemahlin zu aufregend. Apropos aufregend, Sie kennen doch den Nordpol. Nicht persönlich, aber ich habe schon davon gehört. Da hatte ich auch ein sehr spannendes Erlebnis. Ach, bitte, Commander, erzählen Sie doch. Ich hatte seinerzeit mit einem Kameraden gewettet, von London aus in 14 Tagen den Nordpol zu erreichen. Mit einigen Untergebenen war ich bereits 13 Tage unterwegs, als wir kurz vor dem Ziel mit unserem Schiff vom Eis eingeschlossen wurden. Uns befiel große Mutlosigkeit, aber was blieb mir übrig? Wenn ich die Wette gewinnen wollte, musste ich zu Fuß weiter. Ich lief stundenlang über das Eis, bis ich in der Ferne die Markierungsstange sah, die am Nordpol aufgerichtet ist. Da trafen mich zwei schwere Schicksalsschläge. Erst einmal brach das Eis unter meine Füßen und ich wurde abgetrieben. Mit allen meinen Kräften arbeitete ich mich wieder an den Nordpol heran, als eine Horde wilder, ausgehungerter Eisbären auf mich zustürzte. Ich lief um mein Leben, erreichte den Nordpol, schwang mich an der Stange nach oben und war vor den weit aufgesperrten Mäulern der Eisbären in Sicherheit. Dann nahm ich mir von der Schulter das Gewehr, um mir den Rückweg freizuschießen. Ich feuerte ab. Aber was soll ich Ihnen sagen? Die Kugel fuhr in der Luft fest, so kalt war es. Wütend schleuderte ich den Bestien mein Gewehr entgegen. Commander, ich muss Sie bewundern. Wo nehmen Sie bloß diesen unerschrockenen Mut her? Das ist ein Erbteil meiner Urgroßväter. Darunter war sogar einer, der gegen eine Windmühle gekämpft hat. Ich hoffe, Sie wissen, was das bedeutet. Aber ja, Commander, selbstverständlich. Aber eine Frage hätte ich noch. Fragen Sie, mein lieber Archibald, fragen Sie. Sie saßen doch nun da am Nordpol auf dieser Stange. Ohne Gewehr.
Wie sind Sie eigentlich wieder nach Hause gekommen? Das ist eine sehr gute Frage, mein Lieber. Eine sehr gute Frage. Da muss ich erst mal überlegen. Das ist ja nun schon lange her. Es blieb mir nichts weiter übrig, als die Stange abzubrechen und sie wie ein Stabhochspringer zu benutzen. Über die Köpfe der Eisbären hinweg schnellte ich mit einem mächtigen Satz zurück aufs Schiff. Alle Achtung, Commander. Jede Ihrer Geschichten ist so fantastisch, dass ich mich schon auf unser nächstes Treffen hier im Club freue. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie noch eine Frage haben sollten, ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. Ihr Lieben, dieser Commander, oh, das ist schon ein Teufelskerl. Aber genau solche Teufelskerle sind die Mounties. Das sind Polizeisoldaten, die im dünn besiedelten Norden von Kanada für Ruhe und Ordnung sorgen. Einer von ihnen, Dudley Do-Right, bringt gerade seinem Vorgesetzten das Frühstück. Es ist früh morgens und Do-Right, verschlafen wie immer, ist wie immer mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. So steht nun dieser arme Tollpatsch vor der Tür seines Vorgesetzten und... Herein! Ah, Sie sind's, Stuart. Stellen Sie das Tablett mit dem Frühstück auf dem Tisch ab, aber fallen Sie nicht wieder über den Teppich. Alter Mistteppich. Verzeihen Sie, Sir. Ich habe den Haferflockenbrei wieder mit der Hand in die Schüssel zurückgetan. Er sieht noch richtig neu aus. Sie können ihn ruhig essen. Hauen Sie ab, Mann, und kümmern Sie sich um die anderen draußen. Aye, aye, Sir. Und da wir heute einen Feiertag haben, fragen Sie jeden Einzelnen, was er zum Frühstück haben will. Als Maheeren, es darf sich heute jeder das Frühstück wünschen, das er gerne möchte. Was möchtest du denn, Kamerad? Froschenkel. Wo soll ich denn hier Froschenkel herbekommen? Vielleicht wünscht sich noch einer von euch zwei hartgekochte Ameiseneier. Also ich nehme jetzt meinen Füllfederhalter raus und dann schreibe ich auf, was zu machen ist. Also nochmal, Kamerad. Naja, dann möchte ich eben vier Rollmöpse. Verdammter Füllfederhalter. Das alte Mistding will nicht. Vielleicht ist keine Tinte drin. Und Dudley Do-Right merkt gar nicht, dass er jedes Mal, wenn er seine Füllfeder mit Tinte versorgen will, den ihm gegenüberstehenden Kameraden vollspritzt. Als Do-Right mit der Entgegennahme aller Wünsche fertig ist, sehen alle Mounties aus, als ob sie die Masern hätten. Nach dem Frühstück ist jeden Morgen Appell. Die Mounties sind alle angetreten und der Inspektor nimmt die Parade ab. Do-Right, putzen Sie doch mal an meine Brille. Da sitzen ja lauter kleine Fliegen drauf. Tut mir leid, Inspektor, aber Ihre Brille ist in Ordnung. Dafür sind aber meine Kameraden alle krank. Bei diesen Flecken liegt der Verdacht nahe, dass es sich um so eine Art Masern handelt oder wie man das sonst noch nennt. Na, um Himmels Willen! Sowas ist ja ansteckend! Hört zu, ihr Mounties! Ihr geht jetzt sofort ins Badehaus und badet alle ganz heiß! Und Sie, Do-Right, Sie kommen mit mir mit! Na kommen Sie, Do-Right, kommen Sie! Gehen wir zu mir aufs Zimmer! Ich habe ein paar Flaschen dazu stehen. Wir werden uns mit Alkohol immunisieren. Nehmen Sie Platz, du halt. Ich bringe inzwischen das erste Fläschchen und Gläser. Jawohl, Sir. Zur Gesundheit. Und dass Sie mir nicht auch noch krank werden. Aye, Sir. Unsere beiden Freunde scheinen Gefallen daran zu finden, eine eventuelle Ansteckung mit Alkohol zu bekämpfen und sind nach anderthalb Stunden schon ganz schön lebhaft. So, ich glaube, so gesund wie jetzt war ich noch nie in meinem Leben. Naja, also, damit solche Krankheiten, wie meine Mounties hier haben, nicht mehr vorkommen, werde ich ab morgen an jeden eine Flasche ausgeben. Das muss ich mir sofort notieren. Also, haben Sie was zum Schreiben, du Alt? Ja, Sir. Hier mein Füllfeder, Alter. Danke. Das alte Mistding, das schreibt er gar nicht. Sie müssen ein bisschen auf die Tintenpatrone drücken. Dann geht's, Inspektor.
Was ist denn mit diesem Teufelsding los? Da spritzt ja gleich die Tinte nach allen Seiten durch. Haben Sie auch einfach Spritze auf die Uniform und ins Gesicht bekommen? Oh. Jetzt sehen Sie aus wie die anderen Mounties. Mhm. Sagen Sie mal, haben Sie den Füller etwa auch benutzt, als Sie die Frühstückswünsche Ihrer Kameraden aufgeschrieben haben? Selbstverständlich, Sir. Ich habe jeden gefragt und dann... Durat! Sie sind ein ausgemachter Trottel! Jawohl, Sir! Jawohl, Sie haben die ganze Kompanie mit Tinte bespritzt! Die sind ja gar nicht krank! Wie man sich täuschen kann! Aber trösten Sie sich, Sir, so gesund wie wir sind Sie noch lange nicht! Prost, liebes Inspektorchen! Was heißt hier Inspektorchen? Machen Sie, dass Sie rauskommen, ja. Sie Volltrottel. Aber fallen Sie nicht wieder über den Teppich. Ja, so ist das nun immer wieder mit meinen Freunden. Sie sind alle etwas tollpatschig. Aber ich glaube, gerade das macht sie so liebenswert. Übrigens, Dudley Do-Right hat, was seine Ungeschicklichkeit angeht, einen Doppelgänger. Klondike Cat. Klondike ist Soldat in einer Katzenarmee und hat die an und für sich leichte Aufgabe, das Verpflegungsdepot zu bewachen. Aber da hat er jedes Mal Schwierigkeiten mit einer kleinen Maus. Dennoch, eine kleine Maus hat Hunger und unsere Maus hier im Speziellen sieht gegen Klondike Cat gar nicht mal so schlecht aus. Klondike ist zum Major befohlen worden und nimmt folgenden Befehl entgegen. Klondike! Ja, Menschenskind, wo bleiben Sie denn? Seit einer Viertelstunde rufe ich schon nach Ihnen. Bin schon da, Herr Major. Also passen Sie gut auf. Ich habe soeben ein Telefonat erhalten, dass der Herr General in einer Stunde hier sein will. Wahrscheinlich will er hier herumschnüffeln. Aber ich habe mir sagen lassen, dass der General für Cremeschnitten käuflich ist. Und wenn wir ihm welche vorsetzen, dann drückt er vielleicht hier und da ein Auge zu. Soll das heißen, dass ich Cremeschnitten besorgen soll? Ja, Sie sind ja ein helles Burschlein, weißt du? Und zwar schnellstens. Sie kennen doch am Ausgang des Ortes den Bäcker Krümelkuch. Der soll die besten Cremeschnitten in der ganzen Umgebung haben. Und noch was. Passen Sie gut auf, dass Ihnen nicht wieder diese verdammte Maus über den Weg läuft. Ach, diese Stinkmaus, diese freche Jule soll sich nicht in meine Nähe wagen, auch wenn sie ihren Beschützer Mammut bei sich hat. Ja, dieser Mammut ist im Grunde genommen harmlos. Den hat ja doch nur bei sich, damit ich recht viel Fressalien stehlen kann. Passen Sie trotzdem auf den auf. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Major. Guten Tag, Herr Krümelkuch. Ich hätte einen größeren Auftrag für Sie. Wir bekommen nämlich Besuch vom General und da möchte mein Major gerne ein paar Cremeschnitten. Die kann er gerne haben. Soll ich sie Ihnen einpacken oder nehmen? Ist nicht nötig. Ich nehme sie gleich so. Ihr Krümelkuch. So? Sie wollen Klondike sprechen. Ja, der ist noch hier. Für Sie, Klondike. Komisch, der Major hat heute eine so hohe Stimme. Eigenartig. Machen Sie ruhig die Tür hinter sich zu. Los, Mammut. Der blöde Kater ist auf unser Trick reingefallen. Jetzt schnell in den Laden und grapsch so viel Cremeschnitten, wie du tragen kannst. Hey, Herr Krümelkuch, wo sind Sie denn? Es war ja keiner am Telefon dran. Aber natürlich war einer dran. Ich hab's doch selber gehört. Ich habe mich sogar noch gewundert, dass der Herr Major heute eine so hohe Stimme hatte. Na, dann geben Sie mir mal meine Cremeschnitten. Ja, aber die haben Sie doch schon längst. Die lagen doch hier auf dem Ladentisch. Hä? Sollte etwa jemand in der Zwischenzeit hier gewesen sein und sie weggenommen haben? Ach, mir geht ein Licht auf. Hohe Stimme, sagen Sie, und dann war gar keiner am Telefon. Das war diese verdammte Maus mit diesem blöden Mammut. Ich muss schnell hinterher. Vielleicht kann ich die beiden noch erwischen, bevor sie die Cremeschnitten essen. Na, dann beeilen Sie sich mal, Klondike, und eine schöne Empfehlung an den Herrn Major. Und beehren Sie mich wieder. Ich könnte mich totlachen, Mammut. Dieser saudumme Kater muss ein Gesicht gemacht haben wie ein Maikäfer, als gar keiner am Telefon war. Aber
Aber was machen wir nur mit den Cremeschnitten? Und warum sollen wir eigentlich warten? Ich habe schon richtig Pfützen auf der Zunge. Wenn die Dinger nur halb so gut schmecken, wie sie aussehen, dann... Also gut, dann werde ich mich mal so langsam in die Creme reinwühlen. Ah, lecker. Na los doch, Mammut, fang doch auch an. Was für den General gut genug ist, kann für uns ja nicht schlecht sein. Ach, jetzt habe ich überall herumgesucht. Bleibt nur noch diese Scheune. Hier müssen sie sein. Ach, du dicker Vater. Mammut, da ist ja diese bekloppte Karte. Ja, und du steckst jetzt in der Creme fest. Ich werde dich dem Major übergeben, damit du deine gerechte Strafe bekommst. Du kannst von Glück sagen, dass die Cremeschnitten noch vollzählig sind. Wenn da auch nur eine gefehlt hätte, hättest du was erleben können. Sehr aufmerksam von Ihnen, Major, die Sache mit den Cremeschnitten. Wenn ich bloß daran denke, läuft mir so viel Spucke im Mund zusammen, dass ich drin ersaufen könnte. Ich habe meinen besten Mann geschickt. Dieser Klondike ist zuverlässig und müsste eigentlich jeden Moment wieder zurück sein. Befehl ausgeführt. Ich habe sogar die Maus erwischt, Herr Major. Das ist doch kein Grund, uns die Cremeschnitten vor die Füße zu werfen. Ja, da haben Sie recht, Herr General. Aber Sie müssen zugeben, Klondike ist ein grandioser Mäusefänger. Was nützt es schon, wenn er zu dumm ist und die Mäuse nicht festhalten kann? Ja, ihr lieben Leute, das wär's für heute. Vielleicht hören wir mal wieder voneinander oder wir sehen uns. Man kann ja nie wissen. Wenn ich nur allein an die Geschichten von Commander Breck denke, dann gibt es eigentlich überhaupt nichts, was unmöglich ist. In diesem Sinne, goodbye, so long, au revoir, arrivederci, tschüss. Ciao. Servus. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ach, du großer Schreck, da kommt er schon. Abenheidens Luftballon. Und der lange Strick, da ist die Leiter. In das Ding, es geht nicht weiter. Nicht für immer, nur für heut. Adelheid kommt wieder, Leut. Wird auf alles eingesackt. In den Beutel unverpackt. Tisch und Bord für Apparat. Wird, was sie zu sagen hat. Wird's Herz dir schwer, Tankheiterkeit, beim nächsten Mal mit Adelheid.